Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es darum, wie wir ein Navigator-System machen. Also wir haben ja letzte Folge dieses Warp-System gemacht. Das werden wir heute auch benutzen. Das heißt, es wäre auf jeden Fall, ja, es ist praktisch, wenn ihr das können würdet. Also wenn ihr wisst, was es ist. Beziehungsweise wenn ihr es auch programmiert habt, weil wir das jetzt verwenden würden. Da ist auch noch hier oben, hier rechts in der Infokarte, ist das nochmal verlinkt. Abonniert gerne diesen Kanal, es hilft mir wirklich richtig weiter. Wir sind kurz vor den 300 Abonnenten. Falls ihr irgendwelche Hilfe braucht, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Da könnt ihr euch gerne helfen lassen. Da haben wir ein paar Leute mit Expertenrang. Aber ihr könnt auch euch natürlich auch von ganz normalen Leuten helfen lassen. Die helfen euch dann bei Coding-Problemen. Also falls ihr da ein paar Probleme habt. Außerdem streame ich auf der Twitch. Dort ist auch nochmal ein Link in der Videobeschreibung. So, let's go. Wir machen einen... Wir fangen mal an. Wir stellen uns mal hier ein Event. Keine Klasse, sondern wir stellen uns hier ein Package-Event. Events. So. Hier erstellen wir eine Klasse, die nennen wir Connect Events. Super. Und hier erstellen wir eine Klasse, die nennen wir Interact. Oder beziehungsweise. Oder einfach Listeners. Einfach Listeners. Wir können das auch weglassen. Wir lassen einfach eine Klasse. Eine Klasse reicht auch. Okay. Hier implementieren wir natürlich den Listener. So. Und erstellen uns ein Event. Public Void on Join. Hier nochmal Player Join Event. Player Join Event E. Super. Einfach ein bisschen die Basics. Ja, die könnt ihr übrigens auch noch nachschauen in meiner Playlist. Da habe ich das alles auch erklärt. Falls ihr gerade mal anfangen programmieren, schaut euch das ein bisschen an. Weil sonst ist es vielleicht noch ein bisschen zu kompliziert am Anfang. So, wir brauchen drei Events. Wir sagen nochmal on Interact. Das ist das Player Interact Event. Player Interact Event. Und hier brauchen wir noch on Inventory Click. Und hier brauchen wir ein Inventory Click Event. Oder warte, nochmal. Inventory Click Event E. Super. Was machen wir mit dem Join Event? Wir erstellen als erstmal ein Item. Item Stack I ist gleich New Item Stack. So. Und hier mal Material.Kompass. Kompass, so. Und Item Meter I ist gleich New. Warte, I am besten. Ist gleich New Item. Nein, nicht New Item Meter, sondern I.Get Item Meter. I.Im.Set Display Name. Also wir sagen, setzen hier zum Beispiel Display Name. Das ist der Name, der dieses Item dann später haben wird. Sonst können wir mal in blau machen und in dick und das nehmen wir einfach Navigator Tor, so genau, Navigator. Und jetzt können wir hier sagen noch i.setItemIM, super. Und jetzt packen wir das noch bei den Spieler in den Inventar mit e.getPlayer.getInventory.setItem und das ist der ganz in der Mitte, also in der Hotbar in der Mitte ist der Feeder Slot, wenn man bei 0 anfängt zu zählen und hier i. Also den Item-Stack, so. Beziehungsweise davor können wir auch nochmal sagen, i.getPlayer.getInventory.clear. Also wir clearen einfach mal das ganze Inventory von ihm, bevor wir ihm die Items reingeben. So, okay. Jetzt haben wir die Interact. Da müssen wir jetzt einfach fragen, if e.getItem nicht gleich 0. Also wir müssen erstmal fragen, ob er überhaupt mit einem Item geklickt hat. Sonst können wir das Item natürlich nicht auslesen. Jetzt fragen wir einfach if e.getItem .getItemMeter.getDisplayName.equals. So, und hier können wir jetzt mal das hier reinposten. So sieht das, ist der DisplayName. Und wenn das so der Fall ist, dann wissen wir, er hat mit dem Navigator geklickt. So. Dann sagen wir, dann brauchen wir ein Inventar. Also sagen wir Inventory i ist gleich new in ist gleich bucket.create inventory ist es bucket.create inventory 0 ist der inventory holder, das Inventar gehört niemanden, die size müssen wir mal gucken, da machen wir glaube ich mal 3 mal 9 das ist ein einfach also 3 runter und dann jeweils 9 und hier müssen wir noch sagen, hier können wir noch einen Namen hinmachen. Und hier können wir jetzt auch nochmal hier dieses blaue Dicke hier hinmachen, wenn wir wollen. Einfach den gleichen Namen benutzen für das Inventar. So, ich habe euch hier wieder in meiner GitHub Repositories wieder verlinkt, einen Item-Builder gemacht.
Den werden wir jetzt benutzen für den Navigator-Zeugs da. Also für die Items. Wir haben ja das jetzt anders gemacht. Dann habe ich mir überlegt, wenn wir hier mehrere Items brauchen, dann ist es wahrscheinlich einfacher, wenn wir das haben. Das heißt, ihr habt gleich Spaß. Ihr kopiert das hier alles raus. Das hier oben aber ist nicht. Das mit dem Package. Und ihr stellt euch hier in eurem Util zum Beispiel wieder einen Item-Builder. So, und replace das hier einfach und fertig. So. Wir müssen uns hier eine Liste erstellen, also ArrayList Item Stack. S ist gleich New Item Stack. Beziehungsweise wir machen es anders, wir machen es cool. Wir sagen einfach mal Hash Map Int. Beziehungsweise Integer. Und Item Stack. Also. Hier packen wir dann halt, das müssen wir natürlich noch sagen, das ist eine neue Hashmap. Hier packen wir dann halt einmal den Item-Stack hin. Also wie das Item aussieht und an welcher Stelle das Item ist. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel einfach sagen, hier. Integer Hashmap. Integer Item-Stack Hashmap. Put. Und jetzt hier ein Integer, also den Key, wo das Ganze ist. Ihr könnt einfach mal googeln, Minecraft Chest Slots. So. Und hier gibt es bestimmt auch noch die kleine Kiste, genau hier. Und hier könnt ihr jetzt genau gucken. 13 ist in der Mitte. Das ist ganz praktisch. Man könnte sich natürlich jetzt auch ausrechnen, aber geht auch so. Item-Builder können wir dann, nur Item-Builder können wir dann sagen. Da können wir zum Beispiel Grass-Block, einfach einen Grass-Block reinmachen. Punkt Z-Display-Name. Dann am besten nehmen wir einfach wieder das gleiche hier von dem Navigator hier. Und jetzt hier sagen wir einfach mal wieder Spawn. Jetzt können wir Bild sagen. Und ja, perfekt. Beziehungsweise wir können auch noch sagen Set Localized Name, damit können wir das dann später ausfindig machen, das ist. Und hier sagen, können wir einfach sagen Spawn. Und so heißt dann dieser Warp, wo wir hintippet werden, okay? Das ist ganz praktisch, wie wir das jetzt machen werden. Okay. Dann können wir uns das Ganze nochmal kopieren hier und sagen zum Beispiel, wir packen hier unten mal bei zum Beispiel der 15 hin, packen wir mal ein Item hin, bei der 15, und da kommt Bett, einfach ein, zum Beispiel ein Red Bett, ein rotes Bett, und hier sagen wir zum Beispiel einfach mal Bed Wars zum Beispiel. Oder wir sagen, und hier müssen wir natürlich sagen, BW zum Beispiel für Bed Wars. Und jetzt können wir das Ganze nochmal davor machen. Also das wäre in der Slot 11. Und hier können wir zum Beispiel jetzt nochmal keine Ahnung, was soll ich denn hier, Sword. Ein Diamond Sword oder so irgendwie. Kit. PvP oder so. Und Kit PvP, so als Warp, als den Namen vom Warp. Und ja, so können wir das ungefähr machen. So, jetzt sagen wir, Integer Stack Hashmap.entry Set. Entry Set.for. Also einfach eine Schleife dadurch. Und jetzt können wir einfach sagen, i.setItem. Integer Stack Entry.getKey. Das ist dann der Slot, den wir haben. Und dann nochmal hier, Integer Item Stack Entry.getValue. Also so können wir das dann einfach richtig einfach machen für jedes einzelne Item. So, hier im Inventory Click Event wird es jetzt ein bisschen tricky. Wir müssen das erstmal abfragen, if e.getItem current item nicht gleich 0. Beziehungsweise wir sagen lieber, wenn es 0 ist, returnen wir einfach so. Okay, und jetzt fragen wir nochmal ab, ob er überhaupt in diesem Inventory ist mit dem Navigator. If e.getView, das heißt, das ist Inventory View. Nein, 8 ist, glaube ich, getInventory.getName. In der neuen Version ist es getView.getName. Getitle. Oder getitle, weiß ich noch nicht ganz. Equals. Jetzt können wir natürlich das wieder rauskopieren und jetzt gucken wir einfach, ob das der Fall ist. Dass das Name von diesem von dem Navigator heißt. Ja, auf jeden Fall. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir einfach mal e.zCancelled. Also wir sagen, nee, du darfst jetzt die Items nicht bewegen. Und dann fragen wir einfach mal ab. If
warp-manager.getwarp, e.get clicked item, get item, current item, .get itemator, .get localized name, nicht gleich 0. So kann man einfach gucken, ob dieser Warp überhaupt existiert. Wenn dieser existiert, dann sagen wir einfach mal warpmanager.beziehungsweise einfach kopieren wir uns das wieder raus. Und hier sagen wir einfach mal e.getwoClicked.teleport. Die können wir dahin einfach topieren. Das ist ein Warpmanager, holen wir jetzt das raus. Hier müssen wir die Klammern wegmachen hier wieder. Und hier fehlt noch eine Klammer. So. Und so können wir einfach tippen zu dem Warp dann. Ich werde ihm jetzt keine Nachricht senden. Das könnt ihr dann selber noch einbauen, wenn ihr wollt. Aber ich werde jetzt erstmal hier das Event nochmal registrieren. Das ist nämlich ganz wichtig. Bucket.getPluginManager.registerEvents. New Listeners. This. Super. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir es ausprobieren. Leute, ich war natürlich ganz schlau unterwegs. Wir müssen natürlich danach nochmal hier e.getPlayer.openInventory sagen. Weißt du, wir öffnen das Inventar von den Spieler gar nicht. Das habe ich komplett verpennt. Das müsst ihr natürlich öffnen. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Ja, wir probieren das nochmal aus. So, wir probieren das Ganze mal aus. Das ist geladen hier. Wenn wir jetzt hier auf unseren Local-Server gehen. Und dann haben wir direkt dieses Item hier. Das ist noch ein anderes Blau, aber ist eigentlich auch egal. Ihr müsst halt, wenn ihr was ändert an den Text, müsst ihr das überändern. Also beim Navigator. Und wenn wir hier drauf drücken, dann öffnet sich hier dieses coole Inventar. Wenn wir jetzt hier auf das Schwert drücken, dann passiert nichts. Wenn wir hier auf Battles drücken, auch nicht. Aber wenn wir auf Spawn drücken, den Warp haben wir schon gesetzt, dann werden wir zu dem Warp Spawn teleportiert. Ja, das ist ganz cool. Wenn wir jetzt einfach mal zum Beispiel einen Warp erstellen, Warp at BW. Und jetzt nochmal hier auf Battles drücken, dann werden wir direkt zu Battles, zu diesem Warp BW teleportiert. Wenn wir einfach mal Kit PvP eingeben, dann werden wir direkt eben hier drauf drücken zu Kit PvP, also teleportiert, also Warp, Spawn, Bed Wars und Kit PvP. Ja, falls es euch gefallen hat, abonniert gerne diesen Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao.